wie gesagt, in die nächste Aktuelle Stunde. Und SPD-Fraktion beginnt und danach würden wir in der Fraktionsrunde mit der FDP starten. Also, Frau Sturm. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und im Stream. In Vorbereitung auf diese Aktuelle Stunde habe ich mir einmal ein paar Definitionen zur bürgerfreundlichen Verwaltung angesehen und möchte gerne aus dem Wirtschaftslexikon zitieren. Bürgerfreundlichkeit bedeutet eine stärkere Orientierung von Verwaltung und Politik an den Bedürfnissen und Wünschen der einzelnen Bürger und Bürgervereinigung. Bürgernähe erweist sich im täglichen Umgang der Bürger mit den Behörden, etwa bei der Ummeldung eines Kraftfahrzeugs, sowie allgemein in freundlicher, zügiger Behandlung des Bürgers und auch in der Entwicklung verständlicher, bürgerfreundlicher Formulare. Der Kern für mich an dieser Definition: sich an den Bedürfnissen und Wünschen der Bürger und Bürgervereinigung orientieren, täglicher Umgang und das Wort zügig. Ich möchte ein paar Beispiele aufzählen, die wir in der vergangenen Legislatur auf den Weg gebracht haben und bei denen ich das erkennen kann. Die Einführung der Stadtbezirksbeiräte. Mit einer Stimme Mehrheit, vorangetrieben von dem rot-rot-grünen Lager, haben wir diese beschlossen und ich glaube auch, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass wir mit dem Budget für die Stadtbezirksbeiräte und der stärkeren Einflussnahme der Mandatsträger vor Ort auf die Entscheidungen alle als Rat geschlossen zufrieden sind. Für mich war dies mit Abstand der größte Zugewinn, wenn wir über bürgerfreundliche Verwaltung sprechen. Außerdem haben wir eine Bürgerbeteiligungssatzung beschlossen, die insbesondere die Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt stellt und somit auch für mehr Transparenz sorgt. Oder weiterhin die Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen. Auch hier haben wir große Fortschritte gemacht in den letzten Jahren, unter anderem durch die Digitalisierung vieler Dokumente, der Einführung der Trackback-App oder auch sehr viel genutzte E-Petition. Aber wenn ich an meine tägliche Arbeit in meinem Wahlkreis denke, kann ich die drei Kernbotschaften, um die es uns in dieser Aktuellen Stunde geht, nicht immer erkennen. Ich wiederhole, das Thema Zeit, und hier meinen wir insbesondere das Thema Reaktionszeit der Verwaltung und Aktionszeit. Die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürgervereinigungen sowie auch der Umgang mit diesen. Ich bin seit September 2015 Stadträtin in Dresden. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich die Anliegen der Bürger sehr ernst nehme und regelmäßig den Austausch mit ihnen suche. In den letzten Monaten musste ich oft feststellen, dass ich an den Rand meiner Geduld komme und auch unsere Authentizität in Gefahr sehe, wenn ich mit Projekten wie dem Ullersdorfer Platz, dem Kiessee-Leuben oder auch insbesondere Projekte, die Baukultur betreffen, konfrontiert werde. Der Frust bei vielen Bürgerinnen und Bürgern ist enorm. Ich möchte nicht pauschalisieren und einzelne Verwaltungsmitarbeiter oder Geschäftsbereiche konkret angreifen. Ich möchte Sie, lieber Herr Oberbürgermeister, und die anderen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dazu anhalten, die Probleme ernst zu nehmen und für einheitliche Standards zu sorgen. Aus unserer Sicht kann ein Koordinator für Bürgerbeteiligung nur der Anfang sein. Die Unternehmenskultur muss sich ändern und der Servicegedanke implementiert werden. Wir setzen Hoffnung in das neue Organisationsentwicklungskonzept, heißt es, und ich bitte Sie noch einmal zu standardisieren. Wenn ein Bürgerschreiben eingeht, wann wird geantwortet? Wenn Bürgerversammlungen seitens der Verwaltung wie beim Ullersdorfer Platz erfolgen und Bürger beteiligt werden, wann erfolgt die nächste Aktion? Machen Sie es zum Standard, zu erklären, wie etwas funktioniert, anstatt Seiten mit Erklärungen zu füllen, warum etwas nicht funktioniert. Mit diesem Appell wende ich mich heute an die Verwaltung und an Sie, lieber Herr Oberbürgermeister, und hoffe auch ohne einen Antrag hier vielleicht bei Gelegenheit, nicht vielleicht, sondern hier bei Gelegenheit, ich gebe Ihnen noch ein bisschen Zeit, vielleicht uns etwas vorzulegen. Dankeschön. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde, FDP-Fraktion, Herr Hase. Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren,
Die heutige Aktuelle Stunde mit dem Titel »Was macht Dresdens Verwaltung bürgerfreundlich?« behandelt ein aus meiner Sicht zentrales politisches Thema unseres kommunalen Gemeinwesens. Ich bedanke mich daher ausdrücklich bei den Kolleginnen und Kollegen der SPD-Stadtratsfraktion für diese Initiative. Man kann eigentlich nicht oft genug über dieses Thema reden. Und wie die Begründung des Antrages ja auch ausführt, hängt die Akzeptanz der demokratischen Institutionen auch in unserer Stadt wesentlich von deren Kompetenz zur Lösung anstehender gesellschaftlicher Aufgaben und Probleme ab. Dabei macht die Bürgerschaft oftmals keinen Unterschied zwischen dem administrativen Handeln der Verwaltung und der politischen Willensbildung hier im Stadtrat. Die da am Rathaus sollen gefälligst meine Probleme lösen und das möglichst schnell. Dieser mitunter vielleicht auch manchmal überzogenen Erwartungshaltung gilt es, Rechnung zu tragen. Leider haben aber viele Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt nicht den Eindruck, dass es im Rathaus eben schnell vorangeht. Im Gegenteil, wie oft hört oder liest man von verschleppten Bauvorhaben, erzürnten Anwohnern, ratlosen Eltern, enttäuschten Vereinsvorständen oder bürokratischem Klein-Klein. Insbesondere bei den Themen Stadtplanung, Bau und Verkehr gibt es diesbezüglich immer wieder Friktionen und das Frustrationspotenzial ist gerade in diesem Bereich sehr hoch. Der Ruf der Dresdner Stadtverwaltung ist momentan nicht der beste und das ist, bitteschön, ein politisches Problem, meine Damen und Herren. Daran müssen wir dringend arbeiten, denn auch wir sind Teil dieser Verwaltung und tragen als gewählte Stadträte mit Verantwortung für das, was auf den Fluren in diesem Rathaus passiert. Die zu Recht von den Antragstellern aufgeworfene Frage, wie kommen wir an dieser Sache voran, bedarf der Beantwortung. Liegt der Schlüssel vielleicht darin, Überwachung und Kontrolle zu verstärken, müssen wir als Stadträte noch mehr als bisher hinschauen, wenn es um die Umsetzung von Beschlüssen geht. Hier an dieser Stelle wurden schon sehr oft nützliche Konzepte verabschiedet, doch wie sieht es denn mit deren Umsetzung aus? Wären die hier auf den Weg gebrachten politischen Initiativen, die häufig genug das Anliegen aus unserer Stadtgesellschaft transportieren, auch entsprechend zügig und vollständig von der Verwaltung umgesetzt? Ich habe damit unter meine Zweifel. Manche sehen in der Stärkung von Elementen der direkten Demokratie, und das hat der Kollege Sturm gerade ausgeführt, ein Mehr an Bürgerbeteiligung, einen Ausweg aus diesem Dilemma. Ich sage aber entschieden, vielleicht. Es ist sicherlich richtig und wichtig, auf diesem Gebiet voranzukommen, denn dies sorgt für mehr Transparenz und auch Akzeptanz bei bürokratischen Entscheidungen. Aber man kann dadurch brachliegendes Potenzial aufschließen und bürgerschaftliches Engagement gezielt fördern. Die Stärkung der Stadtbezirksbeiräte, das war gerade als Beispiel genannt, war in diesem Zusammenhang sicherlich ein wichtiger und richtiger Schritt. Allein damit ist es nicht getan. Man muss auch aufpassen, dass sich dies nicht zu einem Bumerang entwickelt. Noch mehr Gremien und noch mehr Abstimmungsprozesse heißt nämlich auch in der Regel längere Bearbeitungszeiten. Es besteht zudem immer die Gefahr, dass Partikularinteressen kleiner, gut organisierter, vernetzter und besonders lauter Gruppen sich durchsetzen und andere relevante Fragestellungen in der Stadtgesellschaft zurückdrängen. Lassen Sie mich deshalb zum Abschluss noch einen anderen Punkt machen. Eine gute Verwaltung erkennt man meines Erachtens an zwei Dingen. Erstens, dass die Beschäftigten dieser Verwaltung ein gemeinsames Verständnis für den Dienst am Bürger aufbringen. Nur wer sich einem solchen Leitbild verpflichtet fühlt, wird und nicht zuerst die eigene Zuständigkeit prüft, wird immer zuerst überlegen, wie er Teil und Lösung dieses Problems werden kann. Das kann man mit Hilfe von Instrumenten wie Delegationen von Verantwortung, flache Entscheidungshierarchien und Weiterbildung im Bereich der persönlichen und sozialen Kompetenz erreichen. Vielleicht sollten wir den Rathausneubau am Ferdinandplatz nicht nur dazu nutzen, moderne, helle und offene Büroräume einzurichten. Viel wichtiger wäre es, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort einziehen werden, ein ähnlich offenes und modernes Selbstverständnis von Verwaltung mitbringen. Zweitens, eine gute Verwaltung erkennt man an einer guten Führung. Das Arbeiten und das Anleiten vieler hunderter Mitarbeiter in unterschiedlichen und komplexen Fachbereichen ist in erster Linie eine Managementaufgabe, für die man natürlich auch eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung mitbringen muss. Wenn die sich im Bereich der politischen Leitung und bei der Besetzung von Schlüsselstellen im nachgeordneten Bereich von Auswahlkriterien Parteibuchzugehörigkeit und geschlechtsspezifischer Zuordnung erschöpfen, dann muss man sich fragen, was in dieser Verwaltung falsch läuft oder besagt, was eben nicht läuft. Von daher bin ich sehr gespannt, was die SPD aus dieser politischen Initiative machen wird. Wir sind gerne bereit, dies kritisch zu begleiten oder, wenn auch gewünscht, interfraktionell zu unterstützen. Vielen Dank.
Als nächstes die Fraktion Freie Wähler, Herr Genschmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdner, auch von uns aus einen großen Dank an die SPD-Fraktion, dass Sie, man kann ja immer noch davon sprechen, dass wir am Anfang der Legislaturperiode hier im Rat sitzen, dass dieses Thema bürgerfreundliche Stadtverwaltung aufgegriffen wird. Für uns als Freie Wähler besetzt dieses Thema vor allen Dingen die Umsetzung von Beschlüssen des Rates. Wir 70 Stadträte sind die Vertreter der über 500.000 Dresdner. Natürlich sind auch jeder einzelne Dresdner, aber wir werden bei unserer täglichen Arbeit von Bürgern angesprochen, erarbeiten daraus Beschlüsse oder besser gesagt erstmal Anträge, versuchen dann hier im Gremium Mehrheiten zu finden und sehr oft gelingt uns das sogar fraktionsübergreifend. Dann haben wir Beschlüsse und dann werden diese von der Verwaltung nie umgesetzt. Und dies führt, auch was mein Vorredner gerade gesagt hat, in der Dresdner Bevölkerung zu Frust. Dann heißt es der Stadtrat und dann wird nie unterschieden zwischen Verwaltung und gewählten Vertretern. Gestatten Sie mir dazu, einige Beispiele zu nennen. Beschluss vom 16.12.2000. Der Stadtrat bekennt sich zu einem bürgeroffenen Rathaus und beauftragt die damalige Oberbürgermeisterin, bis zum 31.03.2011 ein Sicherheitskonzept für die Stadtverwaltung vorzulegen. Daraus resultiert natürlich auch, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Ihre Einwurf zur Nicht-Eilbedürftigkeit unseres Antrags und dass es in Ihre Obhut fällt, dieses Thema, akzeptieren wir natürlich, weil wir Achtung für Ihrem Amt haben. Gleichzeitig ist natürlich ein gewisser Widerspruch, wenn 2000 beschlossen wurde, ein Sicherheitskonzept zu erstellen und heute sagen Sie uns, das machen Sie alleine. Gleichzeitig wurde mir berichtet, dass im Zuge des Besuches des Bundespräsidenten am 13. Februar hier vor jeder Rathaustür ein Sicherheitsbeamter stand. Da ergeben sich natürlich aus der Situation, die heute hier im Rathaus und in anderen städtischen Einrichtungen vorherrscht, gibt es Sicherheit für Personen, die wichtiger sind oder welche, die weniger wichtig sind. Wo ist das Konzept? Denn Kai Schulz hat in den Medien verlautbaren lassen, dass dieses Konzept schon 2011 vorliegt. Uns als Rat ist dieses sozusagen noch nicht zur Kenntnisnahme vorgelegt worden. Am 2.1.19 hat Herr Schulz auch noch mal auf das Sicherheitskonzept, was ich gerade gesagt habe, Bezug genommen, dass es am 21.03.2011 beschlossen wurde, dass es eine Fortschreibung gibt, die bis 2019 erarbeitet wurde. Auch da ist nichts bekannt. Angeblich wurde dieses Konzept in die Neugestaltung des Rathauses mit eingearbeitet. Wie gesagt, wo liegt es dann oder wo sind die Probleme, dieses dann umzusetzen und dann eher die Verwaltung oder die Mitarbeiterinnen der Verwaltung und Mitarbeiter der Verwaltung aufzufordern, aus Sicherheitsmängeln sich einzuschließen und uns als Rat, die jetzt danach fragen, dahin zu weisen, dass es erarbeitet wird. Zum Glück ist der nächste Ausschuss Allgemeine Verwaltung jetzt nächsten Monat, Montag und da sind wir gespannt, wann das sozusagen uns dann konkret vorgelegt wird. Weiteres Beispiel, Radwegekonzept. Vom 23. Juli 2017. Wer mit dem Rad durch die Stadt fährt, merkt ganz deutlich, wo es täglich hapert. Ich persönlich habe noch in meiner alten FDP-Fraktion jahrelang eine Anfrage gestartet zum Sicherheitsvorkehrungen für Radfahrer am Elbradweg. Dort gab es immer wieder die Antworten über Unfallschwerpunkte basiert ist bis heute noch nichts. Wir als Rat haben fraktionsübergreifend immer wieder auch zum Thema Radverkehr in Dresden auf Probleme hingewiesen. Die Verwaltung setzt die Beschlüsse einfach nie um. Weiteres Beispiel
Zebrastreifen, Beschluss vom 20.19.18, mindestens 20 neue Zebrastreifen sollten an Problemgebieten aufgebaut werden. 3 sind umgesetzt worden, 3. Lässt natürlich auch einen kleinen Vermerk aus dem rot-rot-grünen Lager, kommt immer wieder bei Verkehrs- und Radwegen der Vermerk, dass die früher CDU und bürgerlich geführte Verwaltung geschlafen hat. Wir sind seit mehreren Jahren, haben wir jetzt mittlerweile einen Bau- und Baubürgermeister und eine Umweltbürgermeisterin von den Grünen. Erzählt wird viel, umgesetzt wird leider nichts. Weiteres Thema, Sanierung langer Weg, Beschluss von 2004. Bis heute noch nichts passiert. Zusätzlich wird uns mitgeteilt, auch in der näheren und ferneren Zukunft, es kommt nichts. Frau Sturm hat schon darauf hingewiesen, Ullersdorfer Platz, Beschluss von 2004. Dort haben wir beschlossen, eine Bahn nach Weißig zu bauen. Am Ende wurde dieser Beschluss von der Verwaltung zurückgenommen. Es wurde eine Verbesserung für den Ullersdorfer Platz beschlossen, Ergebnis 0. Königsbrücker Straße seit 1990 schon eigentlich, da haben einige von unseren Stadträten noch nicht einmal gelebt, wahrscheinlich. Ergebnis 0. Sie kennen diese ganze Verfahren, Plan, Verwerfen, neue Plan, wiederverwerfen. Die Frustration in der Bevölkerung steigt immer weiter. Aus diesem Grund ist es wichtig, an diesem Thema dran zu bleiben. Wir als Stadtrat sind, ich komme sofort zum Schluss, selbstverständlich. Wir als Stadtrat sind selbstverständlich dort aufgefordert, gemeinsam für den Bürger, für die wir hier drinnen zusammen sitzen, zu arbeiten, für unsere gemeinsamen Beschlüsse zu kämpfen. Und wenn die Bevölkerung mitbekommt, dass unsere Beschlüsse auch umgesetzt werden, dann steigt auch die Zufriedenheit und wir sollten erst mal Beschlüsse umsetzen und nie immer wieder neue Beschlüsse oder neue Traumprojekte hervorrufen, wie zum Beispiel das neue Rathaus. Setzen wir erst mal die Beschlüsse um, wo es Voten gab hier von dem Rat und dann können wir auch wieder neue Themen aufgreifen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Frau Mühle. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucher, liebe Zuschauerinnen zu Hause. Mitsprache ist ein Bürgerrecht, so war eine Aktuelle Stunde vor ziemlich genau einem Jahr überschrieben. Dass wir heute wieder über Bürgerfreundlichkeit sprechen und die Bürgerbeteiligungssatzung noch nicht vollständig angewendet wird, zeigt ein weiteres Mal anschaulich, wie langsam, und da muss ich Vorrednern hier zustimmen, manches in der Stadtverwaltung funktioniert. Ich möchte kurz auf die Beispiele eingehen, die Herr Genschmer hier gebracht hat, weil ich denke, die können nicht so einfach stehen bleiben können. Sie sprechen das Sicherheitskonzept an. Das finde ich interessant, dass Sie das als erstes ansprechen, wenn es um bürgerfreundliche Verwaltung geht, weil ja gerade das zu einem größeren Verschluss und zu einer Begrenzung des Zugangs zum Rathaus und gerade nicht zu einer Offenheit beitragen wird. Das Radwegekonzept war auf 10 Jahre angelegt. Wir haben schon Maßnahmen davon durchgeführt und wir werden weiter welche davon durchführen. Der Beschluss zum Ullersdorfer Platz wurde 2016 selbst vom Stadtrat zurückgenommen, weil dort erhebliche umweltrechtliche Bedenken vorlagen und weil das Stadtbahnprojekt Priorität hat, was, wie müssen wir nicht weiter darüber sprechen, hier wichtige Stadtteile miteinander verbindet. Was möchten Menschen, wenn es ihnen darum geht, dass sie mitbestimmen? Sie möchten Wirksamkeit spüren. Und das bedeutet nicht, dass Sie zu einem Stadtrat oder zu einer Stadtbezirksbeirätin laufen, Ihr Anliegen schildern und dann warten, dass etwas passiert. Sondern Wirksamkeit wird erlebt, wenn wir den Bürgerinnen aufzeigen, welche Schritte und Möglichkeiten zu gehen sind, welche Unterstützung sie brauchen, wie sie sich beteiligen können und wie sie von sich aus aktiv werden können. Wir haben, das wurde schon gesagt, die Stadtbezirksverfassung und die Direktwahl der Stadtbezirksbeiräte eingeführt. Es gibt die Möglichkeit von Petitionen, von Bürgerbegehren und von Bürgerentscheiden über Sachfragen. Eine Petition zum Beispiel zur Radverkehrssicherheit auf der Königsbrücker Straße wird jetzt ganz kurzfristig dazu führen, dass ein gefährlicher Punkt an der Königsbrücker Straße entschärft wird.
Und wir haben im März 2019, vor ziemlich genau einem Jahr, eine Bürgerbeteiligungssatzung beschlossen, die, wie schon gesagt, im Moment nicht vollständig angewandt wird. Nach meinem Eindruck ist immer noch viel zu viel von dem Bild der Verwaltung vorhanden, die am besten weiß, was gut für die Bürgerinnen ist, auch von uns als Stadtrat. In jeweiligen Stadtbezirken und Stadtteilen wissen aber oft die Bürgerinnen und Bürger das selbst am besten. Gemeinsam können sie Lösungen finden. Wir müssen die Voraussetzungen und den Rahmen dafür schaffen, dass solche Lösungen entstehen können. Und ein Rahmen dafür ist die Bürgerbeteiligungssatzung. Damit haben die Bürger die Möglichkeit, außerhalb von Strukturen, Parteien, Gremien aktiv zu werden. Aus dem Gefühl der Machtlosigkeit, das in dem Antrag zur Aktuellen Stunde beschrieben ist, holt man so, glaube ich, die Bürgerinnen nur hinaus mit der Möglichkeit der Partizipation, nicht durch ein paternalistisches "Wir müssen uns halt noch schneller und noch umfassender kümmern". Die Bürger müssen die Möglichkeit haben, von sich aus die Initiative zu ergreifen. Kollege Lichti hat vor einem Jahr die gestärkten Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger eine Frischzellenkur für die Demokratie in Dresden genannt. Dies ist auch heute notwendiger denn je. Ein Beispiel können wir gerade live verfolgen. Statt der Forderungen an die Versammlungsbehörde oder den Stadtrat, die Aufmärsche von Pegida doch einfach zu verbieten, was, wir wissen es, rechtlich nicht möglich ist, nehmen Menschen mit einem unheimlich langen Atem ihr Recht auf Protest in höheren Sichtweite in die Hand und sind damit eventuell wirksamer als jede versammlungsrechtliche Auflage. Was es sonst noch braucht, ist eine transparente Verwaltung, die möglichst umfassend und barrierefrei über Vorhaben und Pläne informiert. Transparent bedeutet, dass wir Schritte gehen müssen in Richtung von tatsächlichen Open Data, dass Daten aktuell und umfassend in nutzbaren Formaten zur Verfügung stehen. Dafür kann auch die Informationsfreiheitssatzung zu einer Transparenzsatzung weiterentwickelt werden. Mindestens genauso braucht es Informationen über die Möglichkeiten und Grenzen des Stadtrates und der Verwaltung. Die Stadtbezirksbeirätinnen als erste AnsprechpartnerInnen in den Stadtteilen sollten über die Möglichkeiten der Beteiligung gut Bescheid wissen. Dieses Wissen können entweder ihre Parteien oder vorzugsweise die Stadtverwaltung ihnen vermitteln. Über die Stadtbezirksförderrichtlinie wurde, soweit ich das einschätzen kann, gut informiert. Die anderen Beteiligungsmöglichkeiten wie Einberufung von Informationsversammlungen oder Bürgerempfehlungen führen eher ein Schattendasein. Ich wünsche mir eine umfassende Informationsoffensive zu den Möglichkeiten der Bürgerbeteiligungssatzung. Auch und gerade den Kindern und Jugendlichen in Dresden müssen zum Beispiel mit Blick auf so engagierte Bündnisse wie Fridays for Future über ihre Rechte informiert werden. Für diese Zielgruppe kann es zum Beispiel auch sinnvoller sein, neue Wege zu gehen, zum Beispiel über Social Media. Und ich wünsche mir, dass wir diese Punkte bei den Haushaltsverhandlungen, aber nicht nur dort, weiter engagiert im Stadtrat verhandeln und endlich in der tatsächlichen Anwendung der Bürgerbeteiligungssatzung voranschreiten. Und dabei daran denken, dass dieser Prozess nur von unten nach oben funktionieren kann. Danke. Als nächstes die CDU-Fraktion, Herr Dr. Brauns. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die bisherigen Debattenbeiträge und auch der Antrag selbst geben eigentlich Veranlassung, doch mal ein bisschen tiefer reinzugucken, was denn eigentlich Verwaltung ist, was Verwaltung darstellen kann und was die Verwaltung kann. Und wenn Herr Haase hier sagt, von einem FDP-Politiker, fand ich das einen spannenden Satz, die Verwaltung vom Bürger aus gesehen soll meine Probleme lösen. Das ist ein umfassender Begriff von Verwaltung, den wir, glaube ich, alle nicht haben und der zu einer Überforderung dessen führt, nämlich der Institution, wenn man so will, Verwaltung. Das kann die Verwaltung schlicht nicht leisten. Das geht gar nicht. Und so wie ich die FDP immer verstanden habe, ist sie eine der gewesen, in maßgeblichen Teilen ist das auch unsere Position, dass wir gesagt haben, so wenig Verwaltung wie möglich und so viel Verwaltung wie nötig. Das hat auch was mit Freiheit und Verantwortung. Zwei Begriffe, zwei Seiten derselben Medaille zu tun. Meine Damen und Herren, und dann den Stadtrat, wenn wir uns mal selber an die Nase fassen, wie oft beauftragen wir die Verwaltung, Konzepte zu erstellen und dieses und jenes. Das wird auf die Dauer in dieser Komplexität nicht funktionieren.
Wir erzeugen, wenn wir das wollen, und das hängt natürlich irgendwo auch mit Personal zustande, gar nicht funktionieren, weil es ein Wasserkopf wird, der am Ende so träge ist, dass nichts mehr funktioniert. Deswegen ist die erste Frage, wie gestalten wir Verwaltung effizient? Und da gehört natürlich Bürgerbeteiligung auch dazu. Es kann aber nicht Aufgabe sein, und das klingt in der Begründung des Antrages rein, aktive Unterstützung von Bürgerinitiativen zu sein. Das ist nicht Aufgabe der Verwaltung. Die Aufgabe der Verwaltung ist es, die ohne Ansehen der Person, ohne nach Überzeugung zu fragen, dasjenige zu gewährleisten, was jeder Bürger an Freiheitsrechten in Anspruch nehmen kann und an sozialer Teilhabe in Anspruch zu nehmen hat, das zu gewähren. Aber die Wahrnahme dieser Aufgabe muss der Bürger dann nun schon noch mal selbst machen. Dazu braucht es die Verwaltung nicht, dazu ist sie schlicht nicht da. Meine Damen und Herren, und ich glaube, darüber müssen wir uns als erstes klar werden, wenn wir dann sagen wollen, was wollen wir denn noch machen? Und es ist völlig klar, mehr Bürgerbeteiligung führt natürlich auch immer zu längeren Bearbeitungszeiten. Ich frage mich immer, und diese Diskussion führen wir seit Jahren, es geht bis zu Forderungen, die dahin gehen, wir schaffen doch mal das Planfeststellungsverfahren ab. Das Planfeststellungsverfahren ist in der Verwaltungsgerichtsordnung geregelt vor 50, 60 Jahren. Warum wehrt man sich gegen das Planfeststellungsverfahren? Das Planfeststellungsverfahren ist eine Bürgerbeteiligung par excellence. Jetzt langt es vielen nicht aus. Aber der Grund, warum Planfeststellungsverfahren so lange dauern, ist die Bürgerbeteiligung, das Auswerten von Kritik, das Umplanen, das Wiedervorstellen und so weiter. Das ist die Zeit. Meine Damen und Herren, dann muss ich mir dessen aber auch einfach mal bewusst sein. Und wenn wir das dann machen, dann gehört es natürlich dazu, Frau Sturm, dass man natürlich freundlich gegenüber dem Bürger gestimmt ist, dass man hier ein anständiges Benehmen als Verwaltungsbeamter, das ist gar keine Frage. Aber das kann man nicht damit verwechseln, den Bürger an die Hand zu nehmen. Das geht nicht. Und deswegen, meine Damen und Herren, würde ich gern diesen Antrag zu nehmen, einfach mal grundsätzlich zu überlegen. Wir haben ja noch die Geschäftsordnung und die Änderung der Hauptsatzung, die wir dann noch machen. Wie schaffen wir es, in unseren eigenen Belangen einfach mal effizienter zu werden, ohne die Fragen der ausreichenden Diskussion beiseite zu lassen und uns auf die wesentlichen Aufgaben für unsere Stadt zu konzentrieren, damit wir dann auch in den wesentlichen Punkten den Freiraum, die Kapazitäten zu haben, dass wir den Bürger in dieser Weise mitnehmen können und dass der Bürger auf diese Weise da mitsprechen kann. Das tun wir nicht und das sollten wir tun. Wenn der Antrag so im Ergebnis gemeint ist, dann, meine Damen und Herren, sind wir dabei, da bieten wir die Mithilfe an. Aber dieser ganz aus unserer Sicht ganz wesentliche Punkt, der kam bisher bei den Redebeiträgen aus unserer Sicht deutlich zu kurz. Aber wie gesagt, in dem Sinne, wie ich ihn vorgetragen habe, gerne Bereitschaft, da mitzuwirken. Vielen Dank. Als nächstes die AfD-Fraktion, Herr Gilge. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, sehr geehrte liebe Dresdnerinnen und Dresdner. Wir reden hier über eine aktuelle Stunde. Aktuellen Stunden sind, das werden die Stadträte wissen, die Bürger vielleicht nicht, ist erstmal ohne großen Inhalt, sagt erstmal nichts aus. Es ist einfach eine Art Informationsveranstaltung. Und diese Informationsveranstaltung zu diesem Thema finde ich ehrlich gesagt sehr wichtig und ich bin auch sehr dankbar für dieses Thema. Was macht Dresdner Stadtverwaltung bürgerfreundlich? Alle die jetzt schon fleißig zugehört haben, werden sich gesagt haben, ja, die reden von dem Stadtrat, die reden von der Verwaltung, die reden aber nicht von den Bürgern so richtig. Und das möchte ich gerne tun, weil ich möchte nicht, dass diese Informationsveranstaltung, wie wir so viele schon hatten, aktuelle Stunden, in Vergessenheit geraten. So viele aktuellen Stunden, an die sich keiner mehr erinnern kann. Ich möchte mal an eine aktuelle Stunde erinnern, und zwar die vom 22.06.2017. Das Datum wird Ihnen vermutlich nicht sagen, vermutlich nicht mal den Stadtratskollegen. Aber diese aktuelle Stunde ist noch in den Köpfen der Leute. Es ging damals um den Fernsehturm, eingebracht von der AfD-Fraktion. Heute haben wir ein Thema von der SPD, und ich halte das für ein sehr wichtiges. Und ich möchte ganz gern mal ein paar
substanzielle Dinge bringen, die wir in Dresden haben, die wir tun können. Zum Beispiel haben wir erfahren, dass das bargeldlose Bezahlen in Dresden-Prohlis und auch noch in anderen Stadtbezirksbereichen nicht mehr möglich ist. Das wiederum, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist nicht bürgerfreundlich. Damit nehmen wir dem Bürger, der das Buchgeld nicht mag, nehmen wir die Möglichkeit, nicht mehr bar zu bezahlen. Das ist doch nicht bürgerfreundlich, das sollten wir korrigieren. Ein weiteres Beispiel, die Zulassungsstelle, die ist jetzt vernetzt mit der Passstelle. Sehr schön, eine Vernetzung ist immer gut, könnte man so denken. Problem ist aber, die haben keine Einflüsse mehr auf die Namen. Viele von Ihnen werden vielleicht einen zweiten, dritten Namen haben, einen Stummnamen, wo wir damals diese Namen bekommen haben, hatten wir einen Rufnamen und sonst stumme Namen. Das hat unsere Bundesregierung in ihrer Weisheit verändert, warum auch immer. Und jetzt erklären Sie mal bitte, warum jetzt ein Beispiel, eine Frau, Miriam Claudia Simone Demis Waldburg, das auf ihrer Papiere von ihrem Fahrzeug stehen haben muss, wo doch Miriam Waldburg vollkommen ausreichend wäre. Das ist aber ein Blödsinn, der hier eingeführt wurde. Auch den können wir anfassen, können wir korrigieren und können wir bürgerfreundlich werden. Und wir können noch mehr tun. Unsere Bürgermeister, die hier hinten gerade sitzen, können Sie mal mir kurz einen Moment zuhören, wäre nicht falsch. Wir haben unsere Ausschüsse. In den Ausschüssen haben wir teilweise verschiedene Bereiche. In diesen Bereichen haben wir öffentliche, nicht öffentliche Teile. Wir hatten das erst unlängst. Es gab einen öffentlichen Bereich. Da waren Gäste da, die haben zugehört. Dann wurden die Gäste rausgeschickt, weil die Nichtöffentlichkeit musste hergestellt werden. 2,5 Stunden später wurden sie wieder reingeholt für 15 Minuten fürs nächste Thema. Das muss nicht sein, das ist nicht bürgerfreundlich. Bürgerfreundlich wäre, wenn die öffentlichen Teile, egal ob es verschiedene Bereiche sind, in einem Ausschuss oder in einem Beirat, alle hintereinander kommen, da sind die Bürger da, sie können dann zuhören, können dabei sein, dann wird die Nichtöffentlichkeit hergestellt und man kann in Ruhe weiterarbeiten. Selbstverständlich bedeutet das für die Verwaltungsmitarbeiter mehr Wartezeit. Aber wenn es darum geht, ist die Verwaltung für den Bürger da oder der Bürger für die Verwaltung? Also lassen wir die Mitarbeiter von der Verwaltung warten und nicht die Bürger. Das nächste Beispiel, wir hier im Stadtrat. Wir können auch etwas aktiv tun für unsere Bürger. Wir hatten heute wieder die schöne Diskussion, die Tagesordnung, die im Übrigen im Amtsblatt Nummer 9 veröffentlicht wurde, ist auf Dresden.de auch veröffentlicht wurde, ist auch veröffentlicht worden. Die Leute verlassen sich vielleicht darauf. Die gehen davon aus, oh top, 25, das interessiert mich, habe ich ja noch Zeit, ich bin ja noch arbeiten, nicht jeder ist 16 Uhr schon Feierabend, kann ich, wenn ich nach Hause komme, in Ruhe einen Livestream mir angucken und mir anschauen, wie es läuft. Jetzt wird der Top aber verändert, jetzt kommt er nach vorne, jetzt hat dieser Mensch, guckt in die Röhre, das ist nicht schön. Wir haben eine Tagesordnung, die kann man hintereinander weg abarbeiten, man muss nicht verändern, es muss nicht die 15 vor der 7 sein, das ist nicht notwendig. Wer die Tagesordnung gemacht, das ist der Oberbürgermeister, da kann er da entsprechend drauf Einfluss nehmen und da können wir einen wunderschönen, bürgerfreundlichen Stadtrat auch darstellen. Das ist Bürgerfreundlichkeit zum Anfassen, das sollten wir tun. Vielen lieben Dank. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde für Fraktion Die Linke, Herr Mattis. Ja, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist gar nicht so leicht, in so einer Kraut- und Rüben-Diskussion am Schluss zu sprechen, weil wir jetzt hier das ganz gesamte Spektrum erlebt haben, was man zu dem Thema Bürgerfreundlichkeit sagen kann. Oder ich fange mal damit an, was ist denn bürgerunfreundlich? Und da haben die Menschen ja völlig unterschiedliche Empfindungen. Also es gibt Leute, die sich bei mir zum Beispiel darüber beschweren und ich finde völlig zu Recht, wenn sie sich bei einer Demonstration gegen Menschenfeindlichkeit, gegen Rassismus und auf keinen Faschismus engagieren wollen und dann vom Ordnungsamt mit vollkommen unsinnigen Auflagen belegt werden. Das empfinden die als ausgesprochen bürgerunfreundlich und zu ändern. Es gibt aber eben auch die ganz banalen Beispiele und da kommen wir auf die Frage mit dem Bargeld Bargeldbezahlen in städtischen Rathäusern, also Bürgerbüros. Natürlich, die Verwaltung sagt, es soll bürgerfreundlicher werden, die Mitarbeiter sollen niemand mehr an der Kasse sitzen müssen, alle sollen sich direkt mit den Anliegen beschäftigen und daher sparen wir jetzt die Kasse ein, wird ein Mitarbeiter frei, ist eine gute Sache.
Und wir können noch bürgerfreundlicher sein. Komischerweise empfinden das aber Leute gar nicht so, sondern sie denken, ist ja irre, ich kann jetzt nicht mal mehr mit Bargeld hier vor Ort die Angelegenheit sozusagen erledigen, ich muss jedes Mal mit Karte zahlen. Also die Erwartungshaltung oder Meinung darüber, was bürgerfreundlich oder bürgerunfreundlich ist, gehen ja weit auseinander. Und ich warne da auch vor allen Pauschalisierungen. Also ich habe wirklich sowohl als Stadtrat, aber eben auch nur als Dresdner Bürger in den letzten Jahrzehnten da schon vieles miterlebt, auch in den letzten Jahren. Ich habe auch Dinge, über die ich mich furchtbar geärgert habe, in der städtischen Verwaltung erlebt. Ich habe aber auch viele freundliche, zuvorkommende Mitarbeiter erlebt. Ich habe erlebt, dass es an manchen Stellen wesentlich schneller gegangen ist, als ich erwartet habe. Auch das muss man mal sagen. Man darf hier auch nicht da in die Gefahr verfallen, zu pauschalisieren, wie das hier zum Teil gemacht worden ist, und zu tun, als wäre in Dresden alles generell bürgerunfreundlich. Wir sollten anfangen, bei uns selbst nicht das Spiel mitzuspielen. Der Oberbürgermeister schiebt, wenn er unter Kritik steht, alle Schuld auf den Stadtrat, und der Stadtrat schiebt es dann auf die Verwaltung, sondern damit anfangen, was bedeutet bürgerfreundliche Verwaltung. Es fängt bei unseren eigenen Beschlüssen, die wir hier im Stadtrat fällen, an, natürlich auch bei den Entscheidungen, die der Oberbürgermeister trifft. Das ist der erste Punkt sozusagen, an dem gearbeitet werden muss. Und da könnte man sich manchen Beschluss angucken, den wir gefällt haben oder den wir heute auch schon wieder vertagt haben. Dann wäre man auch schon bei manchen Thema. Das zweite ist dann die Umsetzung, und das erfolgt natürlich durch die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, und die sind es ja dann, die im Zweifelfall auch in der Kritik stehen. Und ich glaube, dort haben wir alle eine große Verantwortung, mehr dafür zu tun, dass wir in Zukunft überhaupt genügend gute, qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stadtverwaltung haben. Ich nenne wirklich all die Punkte, genügend Mitarbeiter. Es ist nicht nur eine Stelle, die in Dresden unbesetzt ist, und zwar eine Stelle, die dringend für die Arbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern gebraucht wird, sondern es sind viele Stellen. Uns fehlen Mitarbeiter. Wir haben Probleme, Qualifizierte zu finden. Wir haben auch selber eine Verantwortung in der Ausbildung. Und wir müssen natürlich auch durch die Art und Weise, wie wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen, diese auch motivieren. Wer gut gelaunt seine Arbeit macht, wer Spaß an seiner Arbeit hat, wird dann in aller Regel auch den Bürgerinnen und Bürgern freundlich gegenübertreten. Wenn das nicht der Fall ist, wenn man Frust schiebt, dann wirkt sich das auch nach außen aus. Und insofern könnten wir hier vom Stadtrat etwas für mehr Bürgerfreundlichkeit tun. Vielen Dank. So, damit wären alle Redebeiträge zur Aktuellen Stunde abgearbeitet. Wir können diesen Tagesordnungspunkt verlassen.